Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine, Episode 5 mittlerweile. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und nachdem wir letztes Mal gelernt haben, was das Trine nun genau ist, machen wir uns auf die Suche nach dem zweiten Artefakt, welches ja im Schloss liegt. Aber dazu müssen wir jetzt den Drachenfriedhof durchqueren. Es macht jetzt alles Sinn. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertraue mir. Vertraue mir, Liebling. Wann habe ich dich jemals in die Irre geführt? Ne? Habe ich dir noch tatsächlich dreimal verfehlt, den Mini-Skeletor hier. Und der wollte gerade über unser Schild nach oben klettern. So, aber jetzt hat jetzt und... Na? Na also. Läuft. Ja, dann baue ich uns jetzt mal schnell aus den Kisten, die hier liegen, einen schönen kleinen Turm. Und doch, nehmen wir uns gleich die große. Wir haben sie ja. Hui. So. Schön gerade hinlegen, damit die zweite da oben drauf auch hält. Alles ein bisschen schief gerade, aber schaffen wir alles, wie ihr seht. So. Ich will mal gleich wieder Soja aus, im Fall wir uns im Enterhaken retten müssen. Und, so, auch noch geschafft. Hier da unten kreucht es schon wieder. Aber die machen wir einfach mal aus der Ferne hier kaputt. Kommen ja, nee, das können höchstens vor lauter Aufregung noch hier in diese Stachelfalle rennen. Was uns auch nicht unbedingt traurig machen würde. Na? Na gut, dann gehen wir jetzt runter und machen sie so vollends fertig. Und der kommt auch noch runter zu uns. Siehste. So, wunderbar. Gibt es hier unten noch eine Erfahrungsfiliole. Und dann hoppala. Ach, jetzt bin ich wieder runtergelaufen, ohne zu hüpfen. So, genau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, bestimmt gleich wieder... Ja, ich mache es einfach mal so. Ihr kennt den Trick ja schon. Dass wir hier die Stacheln einfach unschädlich machen mit einer kleinen Holzkiste. Und jetzt wird es interessant, wo wir jetzt hin müssen. Jetzt hangle ich mich einfach mal hier hoch. Und mache hier den Sprung drauf und hier den nächsten Sprung. Danach schaut mal an, da kann man sich hier jetzt festhaken, oder? Nicht so ganz. Wir haben auch eine höhere Stufe erreicht, bemerke ich jetzt gerade erst. Schauen wir mal kurz rein, weil Soja bekommt er jetzt einen Doppelpfeil, ganz genau. Und das kosten... Was ist der nächste Rang? Nächste Stufe, vier gleichzeitig Kisten. Ja gut, können uns noch nichts leisten sonst, also heben wir mal die weiteren Punkte auf. Und jetzt schauen wir mal, was das gemacht hat. Sauber. Da steht doch gerade mal ein Skelett. Dass wir erstmal gelinde verfehlen. Und One-Shot-Kill. Und auch ein One-Shot. Sehr komfortabel, muss ich sagen. Das hat Soja um einiges stärker gemacht. Aber ich will nochmal zurück und hoppala. Ich will nochmal unbedingt mal zurück und mich hier voll durch die Stacheln ziehen und nochmal einen Pfeil abkriegen. Will ich ja nicht verpassen. Na.
So, und jetzt hier oben rauf. Und jetzt lass mich überlegen, wenn ich jetzt hier ein bisschen Platz mache. Vielleicht so. Und kann ich mich dann jetzt... Ja, wunderbar. Und sogar eine Schatztruhe. Beinschützer. Sehen aus wie eine vergammelte alte Hose. Geben dem Charakter mehr Sicherheit. Mindert den Schaden von Beinwunden. Lassen wir einfach mal direkt so, ja, weil die ja gerade noch am meisten leidet. Durch meine grobe Art, Frauen zu behandeln. So, erwischt. Und auch abgekriegt. Und... Na, gehen wir einfach mal weiter. Ach, war, guck mal. Ach, jetzt kann ich mich da oben gar nicht festmachen, wa? Nee, kann ich nicht. Und vielleicht... Ach ja, dann da geht's einfach hinein. Dumm. Jetzt muss ich mir aber trotzdem so ja wiederholen. Und den Weg hier zurücklaufen. Ach, das geht ja ganz einfach. Schaut mal an. So, und jetzt wäre es schön, wenn ihr aufhören würdet, so furchtbar zu wackeln. Aber ich glaube, das kann ich mir lang wünschen. So, na. Ja, ne? Aber ist nicht so schlimm, weil die Erfahrungsfiole da oben haben wir. Und hier haben wir so ja schon wieder beim nächsten Punkt. Und das sind ganz schön große Zähne. Das sieht zumindest nach Zähnen aus. Und hier liegen Eier und hier vorne auch. Eier so groß wie ein Bett. Und den haben wir auch schön von hinten erschossen. Es sah so aus, als ob der ein Schild gehabt hatte. Und jetzt waren wir von... Und jetzt haben wir eine neue Fähigkeit gerade gefunden. Nämlich die Fähigkeit Planke. Und ja, guck mal, die haben Schilde. Den müssen wir die Schilde erstmal mit ein paar Hieben nämlich kaputt schlagen. Müssen wir schnell hier ein bisschen aufheilen. Da werden wir nämlich bis zur Hälfte immer aufgeheilt. Ja, man muss denen die Schilde nämlich erstmal zertrümmern. Bis man, bevor man die dann besiegen kann. Und jetzt zeige ich euch mal die Planke. Ich bin so toll. Das war der Vorführeffekt Nummer 1. So, das kann nämlich die Planke, wenn man sie richtig benutzt. Man kann die auch in verschiedenen Größen natürlich beschwören. Also man könnte... Uah. Geht gleich weiter mit der Fortführung. Vorführung. Ah. Und wieder zwei Hiebe abgekriegt. Ist ja furchtbar. Ich gehe nochmal schnell hinter hier zu dem Punkt. Ja, ich wollte einfach nur sagen, man kann auch so kurze Planken machen. Anscheinend kann man sie nicht ganz so kurz machen. Aber die ist jetzt trotzdem ein Stück kürzer als die, die hier gerade lag. Und ja, eben sehr lange. Und davon können wir auch gerade nämlich eine Planke gleichzeitig haben. Aber wir können halt natürlich auch eine Planke und... zwei Kisten haben. Toll, ne? Ah ja, und man kann natürlich auch kleinere Kisten machen. Man kann auch kleinere Kisten machen. Seht ihr? Und wenn man halt eben zu viele davon beschwört, dann ist vorbei. Dann verschwinden die. So, jetzt gehe ich gerade einfach mal ein bisschen verschwenderisch mit unserem Mann um. Na? Na, siehst du. So. Ach, da kommt schon der nächste Save Point wieder. Ich will einfach gerne mal hier hoch jetzt. Dann nutzen wir mal die Fähigkeiten, die uns Amadeus zur Verfügung stellt. Ach du Schande. Komme ich denn hier jetzt hoch am besten? Kann ich das Ding irgendwie anhalten eigentlich?
Nee, das schwingt wieder aus dann. Tja, wie könnte ich da hochkommen? Not. Aber vielleicht so, passt auf. Ja, genau, mit A und D kann ich das jetzt nämlich rotieren. Und kann daraus auch eine kleine Rolli-Rampe machen. Wenn es das Ding mir hier das nicht aus dem Weg schlagen würde. So, jetzt ganz schnell. Nein, 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 nein. So. Und jetzt ist er gerade hat einen Abgang gemacht. Dann mache ich einfach eine neue. Und hoffe, dass er lang genug ist. Und ist genau lang genug. Und jetzt schießen wir den hier noch uns aus dem Weg. Schade, ich hätte gern die ganzen Mana-Fähigkeiten gehabt, aber naja, reicht doch so. Und jetzt will ich hier hoch und das funktioniert wirklich nicht wirklich, wenn wir uns eine Rampe bauen. Aber naja, wobei, vielleicht, wartet mal. Ah. So, okay, jetzt bin ich aus den Stacheln raus. Ist auch schon mal ein Vorteil. So. Jetzt haben wir hier eine Oberfläche, auf der wir spielen können. Und dann baue ich uns jetzt einfach nämlich einen Turm hier rauf. Wow. Hilfe. So, nochmal eine kleinere Kiste. Kann ich vielleicht ein bisschen... Oh, das macht mir gerade Sorgen hier mit Schwerpunkt. Super hingekriegt, Kollege. So. Und jetzt hat. Jetzt können wir den hier wieder von hinten erschießen. Ganz heldenhaft. Und. Ha, rüber geschafft. Uah. Oh. So, ich glaube, auf die Heilfiole da unten in den Stacheln verzichte ich. Das wäre nicht sehr wirtschaftlich. Und jetzt möchte ich natürlich, ja, jetzt bauen wir halt hier direkt wieder eine Rampe rauf und einen kleinen Turm. Na, du willst mich doch verkackeiern. So, legen wir ein Zahnrad rum. Guti, jetzt können wir in Ruhe dafür unseren Turm hier hochbauen. Uiuiui. Ich will nämlich die Schatztruhe haben. Dass die immer von uns weggucken, ist auch sehr geschickt. Und sind auch zum Glück beim nächsten Speicherpunkt. Oh, eine Giftflasche. Schauen wir doch mal, was die macht. Erlaubt Dieben oder Ritter, Pfeile oder Schwert in Gift zu tauchen. Funktioniert nicht bei Feuerpfeil oder Flammschwert. Der Zauberer hält solche Tricks für nutzlos. Er mag keine Gifte oder Zaubertränke. Beschädigt einfache Schwerter oder Pfeile. Beschädigt? Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es jetzt... Nee, ach, jetzt habe ich es nur ausgewählt. Ach, vielleicht ist es einfach ein passiver Effekt oder sowas. Ich habe jetzt zumindest keine optischen Auswirkungen gerade gesehen. Aber ist auch nicht so wichtig. Ist ja nicht so, dass wir hier jeden kämpferischen Vorteil des Spiels ausnutzen müssten. Na? Jetzt hat er uns nochmal geschlagen. So. Dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Hä, wo habe ich mich denn hier durchgehangelt? Egal, aber vielleicht kann ich es gleich nutzen und mir so die Filiole...